Servus Leute, hier und willkommen zurück zu Port 2 Motherfucking Go Up! Ja, Servus Leute eigentlich und nicht Salve. Aber egal, wir sind jetzt in Test 6 von 8. Hier sind Würfel und Würfel, die uns an den Kopf fallen und so weiter. Bla bla bla, kennt man ja alles schon. Ja. Und hier, so sieht die gerade mal aus, kann ich mal zeigen. Ich weiß es gerade gar nicht, wie es hier alles funktioniert. Also da kommt anscheinend ein Würfel raus. Der Würfel muss dann hier hin. Und da ist eine Sprungplattform. Mehr weiß ich auch nicht. Was hier gar nicht. Ja, genau. So, die Sprungplattform geht auf jeden Fall hier hin. Und ich mache jetzt einfach mal so. Oh, mein Yoshi, wehe. Ah, hat geklappt. Nein, nein. Oh, verdammt. Ich bin schlecht. Juhu. Endlosschleife. Warte, immer noch Endlosschleife? Ja. Putz! Au! Okay, wir sind Roboter, wir haben keine Gefühle natürlich. Er ist ein Roboter, ich bin ein Yoshi. Genau. So, jetzt bin ich auf jeden Fall hier drüben. Nein. Der Würfel, der dann rauskommt, muss auf jeden Fall hier hin. Ich bin auch drüben. Uhey, das hat's gebracht. Oh, ich hätte es vielleicht hierhin machen sollen, aber da muss ja erst der Würfel hin, damit die Tür geöffnet wird. Also im Prinzip, wie wird eigentlich der Würfel hier aktiviert? Das ist auch eine große Frage. Jay? Ja? Du schaffst es nicht. Wie wird der Würfel aktiviert? Keine Ahnung. Ich weiß es gerade echt nicht. Oh mein Gott, Jay. Selbst ich bin besser. Guck mal hier oben, da kannst du bestimmt lang. Was? Wo? Da kommen wir her. Du, ja, siehst du, sag ich doch. Wie wird der aktiviert zum Teufel? Also da sind Fenster. Ja, da sind... Oh, da oben ist ein Schalter, oder? Nein, wie kommst du darauf? Nein, glaube ich nicht. Also platzier mal dein eines Portal da. Spring durch, los, los, so, genau. Los, 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 los. Ich muss erst noch Vorbereitungen treffen, hier und da. Und weh, du machst jetzt irgendein Portal weg, sonst klappt's nicht. Oh, Junge, du bist auch so schlecht. Bist du schlecht, oder was? Wie wär's, wenn wir einfach mal einen Test gescheit machen? Nur einen. Einen, und danach darf ich wieder Mist bauen, yes. So, jetzt zeig ich euch mal, wie das richtig geht, weil ich bin nämlich Yoshi, ich kann alles. So, und Geronimo! Ja, wenn ich noch ein Portal weggemacht hätte, hätte es auch nicht geklappt. Ich habe kein Portal weggemacht, ich habe nur eins versetzt. Ja, du hast eins versetzt. Mann, oh, Jay, shit. Guck doch. Oh, nein. Du hast noch richtig gemacht. Oh, jetzt liegt der Würfel da oben und du nicht. Du kommst aber nicht durch. Du wirst diesmal kein Portal versetzen hier. Ich sag's dir. Ich doch nicht. Ich versetz doch keine Portale. Einfach auf. Oh, wir müssen jetzt diesen Test einfach nur schaffen. Wie wär's damit? Nein, hallo. Wir sind auf YouTube. Wir dürfen alles machen. Ich bin natürlich sozial. Ich bin natürlich altruistisch und nicht so egoistisch wie du veranlagt. Für alle die, die nicht wissen, was Altruismus ist, Pech gehabt. Das ist Altruismus. Was? Deine Mutter war Altruismus und ich bin Altruismus. Bleibst du wohl drüben, du musst dir die Portale setzen, sonst funktioniert die ganze Kacke nicht. Als ob. Ey, da gehst du wohl. Da, lass mich vorbei! Moment. So, das müsst. Ich muss vor, nicht du. Oh ja, super. Nein, ich hab doch einen Plan hier von der Sache, nicht so wie du. Mann, Jay. Ja, ich hab doch einen Plan. Wie wär's, wenn du meinen Plan erstmal folgst? Also, du setzt jetzt dein zweites Portal hier hin. Also, nachdem du hier durchgegangen bist, logischerweise. Gut, Jay. Dann folgst du mir hier hoch. Ja, du musst mir hier hoch folgen, ne? Jetzt gehe ich als erstes, setz im Flug die beiden Portale. Mann. Kommst du bitte wieder hierher und lässt mich erstmal fertig reden, bevor du wieder irgendeinen Blödsinn machst.
Ich doch keinen Blödsinn machen. Nee, du doch nicht. Nein! Du bist ja seriös. Was denkst du denn? So, ich häng mittlerweile, ich häng in der Zeit in der Schleife fest. So, kommst du jetzt mal wieder? Oh, da bist du erst. Wie langsam bist du? So, ich hätte den Test alleine schon in, lässt du den Würfel da liegen? Warum ist er jetzt so gesprungen? Keine Ahnung. Portal. Jeder Würfel fällt da raus. Ich lach dich aus. So, deine Portale. Hier. Und jetzt lässt du mich mal bitte vor und gehst nicht schon wieder auf die Sprungplattform. So, jetzt ich hoffe, dass ich die Portale im Flug setzen kann. Ja, ja, hat geschafft, hat geklappt. Hat geschafft, ja, ja, ja. Du musst mir nur noch folgen. So. Ja, was mein Freund macht hier? Jetzt sind wir im zweiten Teil. Puh, das war natürlich nicht. Hahaha! Oh. Wollt ihr mich beeindrucken? Ja. Am besten ginge dies, hallo? Wenn ihr eigentlich das nie wieder macht. Kopf dadurch verlieren müssen. Mann, klar. War noch in die und Fall da durch. Ich, ach so, da müssen wir durch. Da ich einfach so episch bin, habe ich einfach mal vergessen, den Aufnahmecounter zu starten. Oh yeah. Also den Countdown. So dass wir einfach mal dann von dem Endresultat 10 Minuten abziehen. Oder 5. Je nachdem, wie uns ist. Sehr gut. Die hatte ich sogar mal gelobt. Okay, ich bin auch so. Jetzt kommst du wieder zurück. Oh, gut, schade. Ja. Der Würfel schafft das leider nicht. Da musst ja, du deswegen wohl... muss ich ja springen. Guck doch mal. Ja. Mann. So, du drückst jetzt. Zack. Mann! Bist du dumm? Du hast die Portale falsch gesetzt! Oh, ich hab doch die Portale richtig gesetzt, okay? Ich lass deine Portale jetzt einfach mal da. So, jetzt springst du nochmal. Und ich drück. Ich muss erstmal zurück. Oh, du hättest jetzt. Sehr gut. Wo ist er denn? Warte, wo kommt das Ding denn raus? Jetzt. Oh! Nein, du warst falsch. Nein! Hä? Warum ist der kaputt gegangen? So, jetzt müsste es aber klappen. Nein, nein, tut's nicht. Mann, Jay. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu früh. Ah, doch, hat geklappt. Nein. So. Nein. Jetzt kommst du bitte zurück. Jetzt lässt du mich... Ey. Jetzt kann ich auch mal springen. Jetzt müssen nämlich der Würfel hier rein. Also hier. Ach, das war der ganze Test. Juhu, wir haben es einfach drauf. Glückwunsch, ich hab's einfach drauf, weil ich den Würfel geholt hab. Aber etwas ja, ja. Kann ja. Ohne tödliche Konsequenzen ja. Noch von Wissen. Ja, ja, doch noch geschafft. Diesen Test haben wir einigermaßen seriös erledigt. Welche Seriosität meinst du? Die YouTube-Seriosität. Also, eine nicht existente Seriosität. Also unseriös. Ja, so ungefähr. Nur ein Yoshi. Übrigens, für all die, die Altruismus nicht kennen, Google ist ein Freund. Ihr etwa ja, das bedeutet Altruismus. Google ist ein Freund. Nein, das bedeutet es nicht. Mann, Jay, bist du schlecht. Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Mann, Jay. Oh, das ist falsch. Wir müssen hier die Portale hinsetzen, damit wir hier gegen die Schalter fliegen. Glaube ich nicht. Damit wir gleichzeitig gegen die Schalter fliegen. So, so Countdown. Oh, wir müssen das timen. Du bist auch so schlecht. Jeder geht durch sein eigenes gesetztes Portal. So, Countdown. Warum gehst du jetzt schon... Oh. Hat doch gereicht. Geklappt, ja, aber so total zeitversetzt, all das ist so irgendwie so, keine Ahnung, so halt. Achtung, da kommen die Teile. Ja. So, wie ging das jetzt nochmal? Der muss, glaube ich, dahin umgeleitet werden, damit es da rauskommt. Aber das machst du bitte, ja? Ich gehe nicht zu den scharfen, spitzen, schnellen Teilen. So, jetzt kannst du losgehen. Jetzt bitte umlenken in die Richtung. Hoffentlich reicht's. Hey, okay. Halt! Nein! Nein! Ey, hast du mal auf? Achtung, die Teile kommen schon wieder. Was? Ah, sag doch was!
Das hört man doch. Nein. Nicht, wenn man Yay, damit... Suizid! Nee. Nein, ach verdammt! Ich rate euch von Suizid ab, Kinder. Nein, Mann, Jay! Oh. Kinder, Suizid ist nicht gut für eure Gesundheit. Wer eben... Ey, bleibst du mal da? Die Teile kommen doch noch gar nicht. Ich warne dich schon vorher. Ja. Ah! Achtung! Ich weiß nicht, wie ich das war die Warnung übrigens. Ja, gell, sie weiß nicht, wie sie es noch einfacher machen kann. Na, no, musst du so weit laufen? Ich warte hier übrigens. Jetzt bleib halt hier, das Teil kommt schon wieder rausgefahren. Komm zurück! Super, jetzt hast du den Würfel geschrottet. Gibt ja immer jetzt wieder neue für mich. Ja, für die, die es nicht checken, wie es geht, für die gibt es immer neue. Jetzt beeil dich mal ein bisschen und fahr mich mal ganz hoch. Das war doch fahr mich doch ganz hoch. Was hast du für ein Problem? Die Teile kommen schon wieder. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Hier, du stellst dich erstmal auf die Plattform. Dankeschön, ich kann's wenigstens. Du warst. Man sollte dich nicht zermalmen lassen. Hier stell dich auf die Plattform, schnell. Oh, warum gehst du runter? So, jetzt beim nächsten Mal klappt's aber. Ja. Los, Teile, macht schneller, ich will weitermachen hier. Du musst auf der Plattform stehen bleiben, ist das so schwer? Ja. So. Was passiert jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, du hättest die Banane setzen müssen. Ja. Weil du musst jetzt nämlich das Portal umsetzen. Ich glaub's ja wohl. Also, erstmal dein Portal hier hin, das andere dahin, genau. Jetzt musst du die Portale nämlich dann umsetzen, shit. Das könnte knapp werden. Ich hoffe, du schaffst es nicht. Hast du immerhin die Portale umgesetzt? So, wo kommen sie jetzt hin? Ach da. Hä? Was muss man da überhaupt machen? Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. So, jetzt setz mal dein Portal. Ne, es bringt ja nichts. Ups. Warum stimmst du eigentlich nicht? Weil ich Timing hab. Ja. Nennt man auch Taktgefühl. Ja, das bringt ja aber nichts. Ja, schon schade. Jetzt lass uns erstmal überlegen, wo du das Portal hinsetzen musst. Ja. Erstmal gehst du jetzt wieder rein. Nein! Oh. Ich weiß nicht, wen ich lieber ja, mag. Sofort, wenn Yoshi wieder am Werken ist, stirbt er sofort wieder. Die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Ja, es kommt immer eine neue Montageeinheit, damit sie, damit wir wieder neu montiert werden, damit wir wieder zerstört werden können. Und warum leckt es gerade so? Jetzt hat es wieder gefangen. Hier. Also hier muss dann irgendein Portal hin, damit der Würfel da hinfällt, damit es hier hingeht, damit der Würfel hier hingeht. Nein, der arme Würfel soll nicht sterben. Also, lass uns doch mal logisch überlegen. Ich weiß, logisch passt so gar nicht in unsere Überlegungen mit Portal 2. So, los, mach. Ja, wie soll ich denn das machen ohne Würfel? Ja. Ich brauch den Würfel, ja. Ich auch. Geh da mal hin. Geh mal in den Laserstrahl. Nee. Jo! Also, wenn man die Teile nur berührt, stirbt man. Ist klar. Das ist logisch, ich weiß gar nicht, was du machst. Wir auch mal den Weg zurückgehen. Wo sind die Teile hier? Ach so, okay, da geht's gar nicht weiter. Yoshi, komm zurück, du stirbst sonst.
Okay. Also, wahrscheinlich erkennen wir gerade den Sinn von diesem Rätsel wieder nicht. Also, ich habe das ja geblickt. Hier. Der Würfel muss auf jeden Fall von irgendwo herunterfallen. Nein! Ach so, ja, von hier zum Beispiel. Da kann man aber kein Portal hinsetzen. Das funktioniert aber gar nicht, weil das so versetzt ist. Ja. Hier ist übrigens schon ein neuer Würfel. Ja, du hast ihn mal wieder kaputt gemacht, ne? Natürlich. Also das hier bringt auf jeden Fall nichts. Wie gesagt, bringt nichts. Was gibt's hier noch für Portalflächen? Die relevanten Portalflächen sind ja so kariert. Nee. Glaube nicht. Und also mal, ich hab eine Idee. Oh, ich hab eine Idee. So, mach mal los. Und was? Setz mal das dein Portal wieder dahin. Dein rotes. So, und jetzt nimm jetzt Würfel. Geh dahin. Dankeschön. So. So eine große Brille habe ich auch noch nicht gesehen. Was? Brille? Ja, sieht so aus, wenn ich das vor meinem Auge halte. Super, jetzt geh wieder dahin. Los, lauf. So, ja. Und jetzt? Hab ich nicht. Plan. Ja. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ach so, okay, jetzt sind die Teile ausgeschaltet. Sehr gut. Ich soll den Würfel vielleicht mitnehmen, vielleicht brauchen wir den noch. Ich dachte, der Würfel muss da durchfallen. Tja, aber ich bin da viel wichtiger für. Boah, Mann, Jay, du sollst auch durchgehen. Ja, bessere Idee. Ich mach das hier mit dem. Jetzt musst du durch. Wie denn? Ja, jetzt wart halt und ich... Jetzt. Und du? Ja, schon hart, ne? Es gab irgendeine Möglichkeit, das weiß ich. Ja, ach nee. Hier ist übrigens ein schwarzer Raum. Mach mal die Tür nochmal auf. Moment. Das hat's gebracht. Mach nochmal auf. Der Raum ist komplett schwarz. Ja, natürlich, der Würfel blockiert die Tür. Als ob das im Portal möglich wäre. Ja. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit so durchgehen, aber das bringt natürlich auch nichts. Aber was ich natürlich machen kann, hier. Super. Na, no. Ah, natürlich komme ich nicht hin. Ach so, ja, genau. Ja, mach, los. Vielleicht reicht es ja, wenn du da... Ne? Hä? Ey! Ach komm! Nein! Ja! Nein! Oh Mann! Warum kann man nicht schneller laufen oder sprinten? Ich muss wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Ist der Würfel eigentlich kaputt? Nee, der steht hier. Okay, der liegt hier noch. Der steht da nicht, er liegt. Der Würfel kann nicht stehen, er hat keine Beine. Doch, er hat vier Beine. Sie nennen also sich auch manchmal Kanten. Möglichkeit, es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Ja, du hattest die doch gerade. Vielleicht, dass es so geht. Ja, vielleicht oh, super, ein bisschen höher. Vielleicht das Portal ein bisschen höher. Gute Idee. Du musst keinen Countdown machen, deswegen. Super, er fällt trotzdem daneben.
Ja, aber ich kann natürlich oben drüber machen. Das ist ja ganz raviniert. Ja, dann auch noch nicht treffen ist schon scheiße. Ich geh jetzt einfach mal so und dann hier. Jetzt muss er aber dran sein. Also drauf sein, besser gesagt. Hat nicht getroffen. Er hat's getroffen. Nein. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Haha. Oh. Ey, nein, jetzt war ich fast zurückgelaufen. So, jetzt kommt, glaube ich, noch eine Test. Oh, jetzt kommt, glaube ich, noch eine Testkammer. Und dann wären wir mit diesem Testbereich auch fertig. Hat er nur so circa alle 4 Parts gebraucht oder so. Nee, wir haben erst 4 Parts. Also das hier ist der 4. So, jetzt geht's weiter. Wir werden wieder abmontiert von den Montagerobotern oder Demontagerobotern, wie man es nimmt. Und hier sieht man den schönen Ladebildschirm mit Atlas und Peabody. Und du kommentierst mal wieder sehr situationsbetont. Ja, was soll ich auch sonst machen? Keine Ahnung. Soll ich hier über den deutschen Verbraucherschutz reden oder was? Humor. Soll ich hier über den deutschen Verbraucherschutz reden, der Steam verklagt hat? Unbedingt. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Das wäre ja fast so, als sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig. Das wäre ja fast so, als würdest du durch den Laserstrahl laufen. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Was? Bin ich nicht gut. Uhu, du bist... Ich gebe dazu keinen Kommentar ab. Jetzt wird's umgeleitet. In der Zwischenzeit muss jemand hier durchspringen. Wo dieser jemand bist du? Wo gehst du da eigentlich durch? Dass du so hoch springst, wo gehst du durch? Wo ist denn? Ach da. Oh. Du bist schon doof, ne? Du hast das Spiel selber gespielt. Das ist schon peinlich. Hey! Das funktioniert so nicht. Ach doch, eigentlich auf dahin. Auf der anderen Seite. Guck. Hallo. Ja, aber jetzt musst du noch ein Video hinmachen. Jetzt geh ich halt durch. Warum? Weil du hier wieder hin musst. Nein. So, jetzt machst du noch eins hier hin. Nein. Wir brauchen ja erstmal das Teil hier. Dann müssen wir jetzt perfekt timen. Mhm. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich überleg's mir. Au! Du kannst auch noch nicht durch. Der Ventilator schlägt dich. Oder zerdrückt dich. Oder zerquetscht dich. Oder war alles mit. Alles zusammen. Nein, er zerschneidet. Das wäre der korrekte Fachterminus. Nee, glaube ich nicht. Ventilator schneidet noch nicht. Ja, sind nur Rotorblätter. Ja, siehst du, ein Blatt schneidet nicht. Oh Mann. Jetzt geh doch einfach hier hin. Ich hab da auch einen Plan davon. Das hast du meins wieder kaputt gemacht. Alter, jetzt hast du meins kaputt gemacht. Ich würde sagen, das regeln wir im nächsten Part. Du bist ein nächster Part. Ja, hier, wir haben schon im ersten Test zu lang gebraucht. Obwohl der sau einfach war. Ja, weil du mal wieder so unfähig warst und nicht vernünftig machen konntest. Natürlich. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich, um das zu kapieren? Du musst hier hin an die 1 und ich muss an die 2. Nein, du musst an die 1. Und ich nein. An die 2. Mach doch gar keinen Unterschied. Gut, wenn du es timen willst, von mir aus. So, das... Warum der Ventilator oder Rotor? Weil der wichtig ist. Kannst jetzt mal aufhören. So, das machen wir wie gesagt im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Viel Spaß noch. Ciao.